Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Ja, genau, wir wollten den Aufprallschaden von dem Blitzwerfer noch verbessern und dafür habe ich mir hier Kupfer gesucht. Und ich habe was rausgefunden, was man noch machen kann. Man kann nämlich da draufklicken und dann kann man auf die einzelnen Dinger gehen mit X. Draufdrücken und dann werden die angepinnt. Praktisch. Und dann zeigt er mir unten rechts im Bildschirm, wie viel ich noch bauen kann. So, der Aufprallschaden. Sehr schön. Haben wir gebaut. Genau. Querschläger habe ich gerade noch gesehen. Hier, da haben wir nämlich den Dreier. Dann könnten wir den Einser loswerden. Und dafür brauchen wir noch Platin. Das wir. Genau, das ist jetzt angepinnt. Das werde ich als nächstes bauen. Aber ich würde sagen, wir tun erstmal unsere Startschubdüsen wieder aufladen. Und dann, genau, was brauchen wir denn noch für die, für den Querschläger? Da brauchen wir das Gold, das Plutonium. Gut, Plutonium kriegen wir immer wieder am Platin. Das heißt aber, wir können jetzt erstmal zur Raumstation fliegen und den restlichen Müll, den wir noch so haben, verkaufen. So, und dann suchen wir uns einen neuen Planeten, auf dem wir ein bisschen plündern können. Aber sagen wir mal ehrlich, so schön wie der Planet gerade eben auch war, besonders viel gibt er nicht her. So, rohstofftechnisch und alles. Nicht so das große Ding. Genau, wir könnten aber auch, während wir da hinfliegen, mal gucken. Scheiße, ich habe keine. Ich hätte nämlich gesagt, wir sollten. Ja, dafür brauchen wir Kohlenstoff. Und dafür brauchen wir noch Iridium und Zink. Elektronendampf. Dafür brauchen wir Suspensionsflüssigkeiten. Okay, Iridium behalten wir, Zink behalten wir, Plutonium behalten wir. Und wir haben ein verlassenes Gebäude entdeckt, mal sowas. Gucken, wenn es auf Planeten ist, wo wir noch nicht waren, dann werden wir da mal hinreisen. Ansonsten aber wahrscheinlich eher nicht. Genau. Dann laufen wir mal hier. Verkaufen mal alles, was wir noch nicht brauchen. Zum Beispiel Kupfer und Aluminium brauchen wir nicht mehr. Das Iridium behalten wir erstmal noch, wie gesagt. Das können wir eventuell noch gebrauchen. Ich werde erstmal Gold, Eisen, Aluminium. Okay. Nochmal aber. Mal Iridium. Haben wir hier auch nichts liegen. Okay. Pass auf, dann lade ich das Eisen mal zurück und das Iridium. Nee, das Kupfer aufs Schiff. Ach, ist ja egal. Wie gesagt, aber Iridium finden wir ja auch überall. So, du musst hier irgendwo einen Markt haben. Genau, hier. Okay, aus dem Inventar verkaufen. Da wäre zum Beispiel die Schildplatte, braucht kein Mensch. Eisen. Können wir auch verkaufen, kriegen wir überall. Iridium eigentlich auch. Gibt uns 71.000 Units. Was soll's. So, dann gucken wir uns das Raumschiff für ihren Inventar. Iridium brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Aluminium, Gold. Das war dumm. Das ist scheiße. Kupfer, das hier, Platin behalten wir. Tamium können wir mal unseren Dings wieder aufladen. Titan können wir verkaufen. Plutonium kriegen wir auch überall. Was soll's. Verflucht. Jetzt habe ich das Gold verkauft. Na ja, okay. Muss mal gucken, dass wir Neues finden. So. Genau, die Schiffe hier haben wir soweit schon geguckt, aber da brauchen wir noch mehr Kohlen. Genau, dann wollte ich den Impulsantrieb nochmal ein bisschen aufladen. Dann gucken wir mal. Den Planet haben wir bereits entdeckt, dann lassen wir das erstmal. Planet, hier ist noch ein Planet, den haben wir noch nicht entdeckt. Dann reisen wir doch mal. Thank you.
auf der Treppstufe reicht. Aber wenn nicht, wir könnten eigentlich auch mal kurz anhalten. Und ein bisschen Tamium sammeln. Laden wir den wieder vollkommen auf. Was ist denn hier drin? Okay, brauchen wir jetzt eigentlich auch weniger. Na gut, geht's weiter. Na gut, scannen wir nochmal. Mein Handelsposten entdeckt aber auch nicht auf dem Planeten. Korongel Newtia. Habe ich bereits entdeckt. Wieso bin ich denn dahin unterwegs? Mensch. Ich wollte ja gerade woanders hin. Beide auf dem Planeten, aber den haben wir auch schon entdeckt. Warte mal. Unentdeckt, okay. Reisen wir da. Nochmal 50 Sekunden. Naja. Achso, genau. Wir könnten ja mal unsere Entdeckung hochladen in der Zeit. So. Können wir auch gleich die ganzen Systeme hochladen und alles. Gibt ja auch nochmal ein bisschen Kohle. Okay. 35.000 Units. Kann sich sehen lassen. Zwischendurch mal einen Schluck trinken, immer wichtig. Dass die Kehle nicht anrostet. Irgendwie mit ein bisschen lila, aber das lila könnte am Hyperantrieb liegen. Pulsantrieb. Querschläger Theta, genau, brauchen wir noch Platin. Können wir eigentlich einen neuen Pulsantrieb bauen? Warte mal, wir haben hier den normalen. Ja, Impulsantrieb Tau, braucht man Nickel. Okay. Und Neutrino-Module. Die findet man jetzt nicht ganz so oft. So, ja, ist tatsächlich grau hier. Und etwas lila. Da haben wir schon was gefunden. Das klingt steil. So. Jung schwelend. Rechter Standard, Flora ergiebig, vorne mittelmäßig. Hier ist schon etwas, das wir scannen können. Die sehen ja cool aus. Das ist ein bisschen zu weit weg. Okay. Kommen wir mal auf die andere Seite hier. Nicht so wirklich was.
ergiebige Fauna, ja. Das stand ja schon da. Wir brauchen einen Atlaspass. Wo kriegen wir den her? Mensch. So, machen wir erstmal eine Speicherung. Und dann gucken wir mal. Ah, ein Überbrückungschip. Das ist im Moment ein bisschen schlecht. Wir können hier mal reingehen. Hier ist ein komisches Exemplar. Und neue Technologie, Kampfverstärker Omega. Gut für den Strahl, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich so erwartet habe. Oder was ich brauchen könnte. Achso, das haben wir gerade. Ich wollte das hier. Plutonium. Oh. Das war etwas zu schnell abgebrochen. So, ist noch was? Was ist das denn? Das hier? Nein? Na gut. Das mal mit. Und das hier ist... Ah! Gesundheit. Okay. Gehen wir mal in die Höhle. Auf der Suche nach seltenen Mineralien. Oh ja, da sind Mineralien. Was haben wir denn hier? Emeril! Halt, ich wollte das Emeril mitnehmen. Ah ja, haben wir. Was ist denn das? Aluminium. Gut, brauchen wir jetzt weniger. Für irgendwas hatte ich das Emeril, glaube ich, noch gebraucht. Hier, Schadensradius. Ah ja, schön. Das will ich nämlich auch noch einbauen. Das heißt, wir nehmen noch ein bisschen Plutonium mit. Nicht zu sagen, eine ganze Menge Plutonium. So. Und dann bauen wir hier nämlich den... Ach halt, ich wollte ja noch... Was brauchte ich für den Querschläger? Platin. Und Gold. Ach ja. Hm. Okay, bis wir das haben, können wir eigentlich durchaus den Granatenradius einbauen. Und genau, den Kampfverstärker, den können wir eigentlich auseinanderbauen. Den braucht kein Mensch. So, dann haben wir auch wieder Platz für den... Brauchen wir nur Gold. So, wo ist denn unser Schiff? Habe ich ihn da stehen lassen? Ja. Das ist jetzt doof, ne? Ach, da hinten. Okay. Ich glaube, hier lang ist gut. Ich glaube, das war so ungefähr der Weg, den wir gekommen sind. Sieht gut aus. Dann bauen wir mal über... Achso, brauchen wir mal Eisen, oder? So, bauen wir mal einen Überbrückungschip. Bauen das Ding hier mal ein. Und dann suchen wir mal... Was suchen wir denn? Einen kolonialen Außenposten hätte ich gerne. Eine Fabrik. Sehr schön. So. Zurück zum Schiff. Und dann gucken wir uns das mal genauer an. Beginnt die Richtung. Nochmal scannen die Umgebung.
Vielleicht finden wir noch was, was wir brauchen können. Nehmen wir das hier auch noch unterwegs mit, was soll's. Drin. Ein Schildsplitter. Habe ich mir ja schon immer gewünscht. Okay. Zielsuchblitz. Cool. Dafür brauchen wir Wassersphären. Können wir sowas bauen? Halt. Wassersphären? Nein. Können wir nicht. Das brauchen wir noch. Ja, mal gucken, ob wir sowas nicht finden irgendwo. Grüne Kristalle. Gucken, was da drin ist. Haben wir das schon? Nein. Titan. So. Das war Kohlenstoff. Brauche ich zwar nicht, aber naja. Ne? Na gut. Haben wir schon? Mhm. Kommt doch ordentlich was zusammen. Okay. Jetzt mal auf dem Rückweg. Dann schauen wir mal, dass wir zu der Fabrik da hinten kommen. Aber so große abbaufähige Dinger habe ich jetzt noch nicht gefunden auf dem Planeten. Hier sind noch ein paar mehr. Oh, doch, warte mal, da war was. Also dort. Da gucken wir mal eben, was da drin ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Das ist das, was wir brauchen. Weil ich mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher bin, was wir brauchen. Ich glaube Gold, ne? Gold und Platin. Nickel. Nee. Ach, warte mal, doch, war. Nickel war da was. Das war Impulsantrieb, ne? Gucken wir mal. Ja, Impulsdüse Tau. Braucht Nickel, okay. Na gut, dann nehmen wir noch Nickel mit. Das Kühldings, das bringt's richtig, ey. Guck mal, wie lange wir abbauen können, ohne dass sich das Ding überhitzt, ey. Das geht richtig ab. Ich weiß nicht warum. Ach, vielleicht weil es Nacht geworden ist jetzt. Das könnte sein. Wie viel Nickel haben wir jetzt? Hier sind es 14, hier sind es 180. Das sollte eigentlich reichen. Ne?
Gucken wir nochmal. Ja, jetzt brauchen wir noch Neutrino-Module, zwei Stück. Gucken wir uns erstmal die Fabrik an. Vielleicht finden wir da was Brauchbares. Oh, warte mal, ich glaube, die roten Pilze hier haben wir auch noch nicht, ne? Doch, haben wir. Und da, was ist das hier? Das ist Plutonium, ne? Ja. Aber hier sind noch ein paar grüne Kristalle. Das ist Emeril. Ach, warte mal, brauchen wir jetzt gar nicht mehr, oder? Das war ja... Ja, das war das Ding. Na gut, dann lassen wir das. Nicht jetzt. Da kann er nicht durchlatschen. Oh, ein Wissensstein. Das sieht man auch gerne. Das Wort für ersetzen gelernt. So, haben wir das. Und dann gucken wir mal in die Fabrik. Wir müssen mehr Fracht finden. Da sind öfters mal Neutrino-Module drin. Mal. Geht ab, geht ab. So. Gucken wir mal. Neue Technologie. Granatenintensität-Täter. Schön. Und hier haben wir noch Gesundheit. Brauchen wir die gerade? Das war Schild, ne? Okay. Das Terminal ist nach einer Benutzung durch eine bestimmte Spezies gedacht. Eine Klappe geht auf und ein Mikrofon erscheint. Eine entfernte Stimme ruft Ra. Man erwartet eine Antwort von mir. Wir könnten Ra. Oder wir könnten uns entschuldigen. Mindestens Viking-Verbündeter. Jetzt sind wir ja. Ein ruppiges Geräusch der Zustimmung. Schön. Was haben wir jetzt? Energiespeicher. Mit hoher Kapazität. Okay. Okay. Warte mal, das will ich mal ausprobieren. Ich frage mich, ob sich das Ding stacken lässt. Das ist gerade so interessant. Okay, das reicht. Na, bauen wir hier mal... Nein, das ist falsch. Hier will ich das bauen. Ein... Halt. E... Energiespeicher. Ist halt jetzt echt die Frage, ob sich das stacken lässt. Habe ich das Ding eigentlich schon gescannt? Nee. Oh, und da hinten ist noch ein bisschen Stein, sehe ich gerade. Okay, Bewegungen. Pass auf, das Eisen. Nee, Schildsplitter können wir mal loswerden. Halt. Frage ich mich, ob wir hier noch eine Energie... Nee, okay. Macht nicht viel Sinn. Klatschen wir hier mal einen Energiespeicher rein und... Startschubdüse? Nee, da geht's natürlich nicht. Und einen Bergbaustrahl kann man reinbauen. Macht's nicht mal voll, das bringt's nicht irgendwie. Blitzwerfer kann man auch aufladen. Okay. Da war... Genau, hier. Ein Wissensstein. Den nehmen wir selbstverständlich noch mit. So, und jetzt, warte mal, im Schiff mache ich mal Impulsdüse Tau. Die pinnen wir mal an. So, jetzt brauchen wir wirklich noch... Neutrino-Module. Kriegen wir vielleicht dort. Wer weiß. Müssen wir so Frachtdinger durchsuchen. Oh nee, warte mal, da ist ein Anzug-Upgrade-Dingens. Extrem geil.
So, natürlich erstmal das hier. So, gucken wir mal in der Fracht. Was war da so drin? Eine faszinierende Perle. Naja. Ist nicht das, was ich mir so vorgestellt habe, aber wo ist hier? Ein Anzug-Upgrade. Bing. Ein neuer Platz. Sehr geil, sehr geil. Da ist Platin. Platin brauchen wir auch noch für irgendwas. War zumindest so. Warte mal. Nee, wollte ich gar nicht. Tamium, Nickel, Neutrino-Module. Wofür brauchten wir das? Wollte ich hier was bauen? Tauchmembran? Auch nicht schlecht. Oder Jetpack-Booster? Wäre eigentlich auch nicht blöde, ne? Pass auf, das Ding bauen wir mal. Jetzt haben wir eben ein bisschen mehr Platz. Machen wir einmal... mikrodichtes Gewebe. Das war falsch. Schön. Dann. Halt, bauen wir hier. Verdammt, brauche ich mehr Eisen. So, und jetzt. Eine Kalitplatte. Dann bauen wir dort den Jetpack-Booster. Wollte ich gar nicht, Mensch. Ich glaube, in den Wächtern ist auch manchmal so eine Kadit-Platte drin, ne? Hey, du da. So, an diesen Dingern, ne? Neutrino-Modul, kein... Oh, so wie es aussieht, ein Reisemeilenstein. Ja, okay. Ein Neutrino-Modul haben wir bekommen. Ich werde mal eben was... Obwohl, ich kann ja was ans Schiff rüberbeamen. Platin... Chrysonit, Plutonium, Emeril, das Ding, Eisen, noch mehr Plutonium. Ja, ne? Und mal das hier. Der Schildsplitter kann eigentlich weg damit. Braucht kein Mensch. So, Tatsache, es hat funktioniert. Wir haben ein Neutrino-Modul bekommen. Wir brauchen nur noch eins. Dann können wir den Hyperantrieb etwas verbessern. Oh, ein Reisemeilenstein. Okay. Für was diesmal? Gefährlich. Interessant. Ich bin also gefährlich jetzt. 60 Wächter zerstört. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. So, wir gucken mal, ob wir noch irgendwo... Man kann ja immer noch suchen derweil, ne? Da ist zum Beispiel noch was, oder waren wir da gerade schon? Da. Nein, da waren wir noch nicht. Das ist schon wieder so ein Ding. Geile Sache. Umso mehr man findet, desto glücklicher ist man. Duckchen, unentdeckt. Oh, warte mal. Obwohl. Emeril, ja gut, brauchen wir gerade nicht. Da ist noch so ein anderes Dingens. Eine faszinierende Perle. Ach ja. Das haben wir noch nicht.
alles schon. So, schon wieder ein Anzug-Upgrade. Sehr geil, 18 Plätze im Inventar. Klar. 50.000 Units können wir uns, glaube ich, leisten. Erstmal nachladen. Naja, haben wir schon. Was haben wir hier? Schon wieder so ein Ding. Mist. War wieder nichts für uns dabei. Und ein Schiff geparkt da. Na, warte mal, da vorne lag noch irgendwo irgendwas, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Hier. Ah, Strahl auf Praltao. Das sind so Schiffswaffen, ich weiß nicht. Raumkampf ist nicht so mein Ding. Beziehungsweise vielleicht, wenn wir unser Raumschiff ein bisschen umbauen. Aber bei dem Schiff lohnt sich das, glaube ich, nicht mehr. So, suchen wir mal weiter. Gucken, ob wir noch irgendwo irgendwas finden. Hier ist zum Beispiel noch was. War ich da schon, oder? Ich glaube nicht, ne? Das ist ein geraucht. So, einmal speichern bitte. Und dann gucken wir da mal rein. Vielleicht können wir auch eins kaufen, wenn wir einen Händler finden. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Hallo, mein Freund! Wir gucken uns natürlich erstmal noch so ein bisschen um. So, hier haben wir Querschläger-Tau. Okay, wir haben ja schon, oder wir sind ja gerade dran, den noch eine Nummer höher einzubauen. Na, wenn nicht alles täuscht. Ja, Täter, genau. Stufe 3. Stufe 2 haben wir jetzt gefunden. Ja, wir brauchen Gold. Ich hab das Gold verkauft. Ja genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der Krieger ist für eine Sekunde still und blickt mich dann verschwörerisch an. Er schaut hinter sich, um zu sehen, was seine Kollegen machen, und schaltet dann die Sicherheitssysteme aus. Zu seinen Füßen öffnet der Krieger ein Handelsfach, das voll mit Multiwerkzeug-Upgrades zu sein scheint. Er deutet an, sie gegen den Inhalt meines Inventars tauschen zu wollen. Ich könnte ihm Units geben, 1000, oder ich könnte drohen, ihn zu melden. Ist ja scheinbar nicht ganz egal, was er da macht. Ich drohe ihn mal. Der bedrohte Krieger erkauft sich mein Schweigen. Schön, was haben wir bekommen? Neue Technologie, beschleunigtes Feuer an Sigma. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist so einfach. Na gut, hey, du da. Schnell nachladen. Schon ein Neutrino-Modul. War das ein Neutrino-Modul? Das war ein Neutrino-Modul. Nur aufpassen, dass mir die Wächter nicht auf den Sack gehen. Was haben wir hier? Das haben wir schon. Ja, okay, das kannten wir schon. So, dann bauen wir unser Schiff mal um. Hier. Technologie installiert. Sehr schön, Impulsdüse Tau. Damit können wir jetzt bessere Manövrierfähigkeit und längere Boosts bei Raumflügen. Und verbessert außerdem den Tamiom 9 Verbrauch des Nutzers. Schön, haben wir das. Okay, dann würde ich sagen, mit dem Planeten sind wir auch schon wieder soweit. Soweit fertig. Scheiße, wo habe ich mein Raumschiff schon wieder? Ich vergesse immer, wo ich das Ding parke, ey.
Was haben wir denn hier? Blitzwerfer SM. Schüsse des Blitzwerfers verursachen beim Einschlag zusätzlichen physischen Schaden. Verleiht den ionisierten Plasmaschüssen des Nutzers zusätzlich kinetische Energie. Okay. Gerade am Überlegen, ob das besser ist als der Aufprallschaden. Warte mal, wir haben nämlich den. Hier, Aufprallschaden. Oh, mega. Blitzwerfer bewirkt beim anvisierten Ziel maximalen Schaden, was die Waffe auf Ovaikin Standard bringt. Okay. Lädt die ionisierte Plasmaschüsse bis an die Grenze des physikalisch Möglichen auf. Funktioniert automatisch nach dem Bau, ja. Kampfverstärker. Mal, das Ding kann raus. Das brauchen wir nicht. Strahlenintensiverer Strahlenkühlmittel. Oh, Magazingröße. Wäre eigentlich auch nicht dumm. Schnellfeuer wäre eigentlich auch ziemlich cool. Warte mal. Haben wir da nicht noch was? Besseres Blitzwerfer. Querschläger 3. Zielsuch-Blitzadapter ist eigentlich ziemlich geil. Brauchen wir Wassersphären. Wo kriegen wir denn die her, ey? Zielsuch-Blitzadapter ist schon Stufe 5. Als Beschleuniger oder so. Hä? Ich bin gerade ein bisschen am Rätseln, weil das Zeichen da unten dasselbe. Ich glaube, da muss ich mich mal reinlesen ordentlich. Pass auf, das Ding. Beziehungsweise. Pass auf. Das pingen wir mal an. Dann brauchen wir Wassersphären. Müssen wir mal gucken, wo wir die herkriegen. Nee, da ist nichts. Okay, aber ich glaube, mit dem Planeten sind wir jetzt auch durch. Zu weit. Das heißt, warte mal. Habe ich bereits entdeckt, okay. Das heißt, wir schwingen unseren Hintern wieder in den Weltraum. Jo, das ist der Orbit. Nein, oder? Jetzt kommt der Orbit, okay. Wo ist dann? Was ist denn damit? Okay, da sind ein paar Frachter. Hier ist der. Die Raumstation. Zur Raumstation. Wieso will er mich jetzt zum Handelsposten schicken? Da will ich gar nicht hin. Naja, gut, aber da kommen wir automatisch am Dings vorbei. Impulsantrieb können wir eigentlich auch nochmal aufladen. Wir sind jetzt wirklich schneller. Gucken, hier geht's rein, genau. Dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht doch noch ein schönes Schiff finden. Ah, Wassersphäre sammeln, um zu bauen. Bei galaktischen Handelsterminals kaufen. Okay. Gucken wir mal, ob die hier haben. Das hört sich an, als würde ich barfuß laufen. Schrecklich. Okay, aus dem Handelsnetzwerk kaufen. Gucken wir mal. Nee, hat er nicht. Schade.
Okay. Dann verkaufen wir. Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher, was wir brauchen. Aber das können wir verkaufen. Das können wir auf jeden Fall auch verkaufen. Titan könnte sein, dass wir brauchen. Was brauchen wir? Platin brauchen wir. Nickel brauchen wir. Emerald können wir verkaufen. Die faszinierende Perle. Das Eisen. Zink. Chrysonit. Hier haben wir noch mehr Titan. Damit Plutonium finden wir mal wieder. Ich glaube Platin und Nickel. Oder ich glaube Plutonium war auch dabei. Aber egal. Wenn wir hier keine Wassersphären haben. Wo war denn das? Das war hier, ne? Genau, ja, Plutonium. Und Titan! Verdammt. Zu viel verkauft. So ein Mist. Na gut, aber das findet man wieder. Das ist nicht, so wild. Verdammt, hier geht's gar nicht lang. Okay, Leute, dann würde ich an dieser Stelle erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, wartet mal. Was ist das für ein Schiff? Ich will es mir ansehen. So, mein Freund. Oh, wir haben schon Viking ansehen, besondere Beziehungen. Gucken wir mal. Der hat 27 Plätze, 4,5 Millionen. Na gut, können wir uns noch nicht ganz leisten, aber es wäre durchaus irgendwann mal ein Blick wert. Hat auch fortgeschrittene Waffenkühlung. Waffen, überhaupt sehr waffenlastig, das Schiff. Aber dafür wenig Schadensschutz. Und wenig Antrieb. Ein Warp-Reaktor. Damit können wir bestimmt schneller voran. Das sieht ja auch Schmuck aus hier. Aufpassen, dass wir nicht erschlagen werden von dem Ding. Hallo, mein Freund. Warum nennen die mich immer Eindringling? Ich meine, klar bin ich ein Eindringling, aber... 24... Nee. Das hier haben wir so auch noch nicht gesehen, ne? Werden wir so schnell wohl auch nicht mehr. Okay, Leute, dann würde ich jetzt erstmal wirklich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Like da. Ciao, ciao!